Erstens, die Angst ist ein Zustand, der dadurch hervorgerufen wird, dass man erwartet, von etwas oder von jemandem einen Schaden zugefügt zu bekommen. Und die Angst teilt sich in drei Arten auf. Erstens, eine Angst, die verboten ist. Das ist die Hoffnungslosigkeit auf Allahs Barmherzigkeit oder einem Geschöpf zu gehorchen und im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer zu sein. Die zweite Art von Angst ist eine Angst, die angeboren ist, also etwas Natürliches. Und diese Angst ist eine Angst wie zum Beispiel die Angst vor Feuer, die Angst vor einem Feind oder die Angst vor wilden Tieren und so weiter. Das ist erlaubt. Und die dritte Art von Angst ist die Ehrfurcht aus Anbetung und Verehrung. Und diese Angst des Dieners aus Ehrfurcht vor seinem Schöpfer, dies beinhaltet Gebrochenheit und Unterwerfung Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Diese Ehrfurcht gebührt nur Allah. Und sie jemanden anderen zu richten, ist die große Form des Schirk, des Polytheismus. Und der Beweis für diese Angst sind Allahs Worte: Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Zweitens die Hoffnung. Die Hoffnung ist das Verlangen des Menschen nach etwas Erfreulichem, was in naher oder ferner Zukunft eintreten kann. Die Art der Hoffnung, die Gebrochenheit und Unterwerfung beinhaltet, gebührt nur Allah. Und sie jemanden anderen zu richten, ist die große Form des Schirk, des Polytheismus. Und die lobenswerte Hoffnung ist die, die daraus resultiert wird, dass man gute Werke verrichtet und dann auf Allahs Belohnung hofft oder dass man sich reuig Allah zuwendet und dann darauf hofft, dass Allah diese Reue annimmt. Eine Hoffnung aber, ohne gute Werke zu verrichten, sich von den Sünden fernzuhalten, ist eine Einbildung und eine tadelnswerte Wunschvorstellung. Und der Beweis für diese Hoffnung sind Allah subhanahu wa ta'alas Worte: Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen.